Ja, Leute, was geht? Es geht weiter im Let's Play. Tomb Raider 1 mit mir, den Pirates. Wir machen weiter. Wir sind immer noch hier unterwegs. Haben letztes Mal ein Geheimnis aufgedeckt. Das ist Muni. Wir haben noch eine Brücke gesenkt. Also wir machen ja ganz viel hier. Hier in diesem Level. Genau. Und noch ein bisschen Schrot finden, Munition. Da haben wir auch ordentlich was verschossen von. Das heißt, da an der Stelle ist es natürlich auch ganz praktisch, wenn man etwas Munition noch hat. Weil wir haben ja schon wieder. Oh, Rettung angehalten. Ja, wie geil. Okay. Hier sterbe ich jetzt nicht, oder? Nee. Ach so. Ist hier nur ein Geheimraum oder ist hier was Cooles? Also zwei Brücken müssen wir noch senken, glaube ich. Dann sind wir. Die wollen mich verarschen, das Spiel will mich verarschen. Okay, da geht's safe irgendwo weiter. Oh mein Gott. Oh man, oh man, oh man, oh. Ah, geil, geil, geil. Ein Snipergewehr war geil. Aber sowas haben wir leider noch nicht. Wo gab es jemals ein Snipergewehr? Gab es aber noch nie, ne? Okay, weiß ich gar nicht. Gab es mal ein Sniper-Gewehr in Tomb Raider? Würde jetzt mal behaupten, es gab es noch nie. Ich meine überhaupt, ne? Ich bin mir da aber unsicher. Wenn aber zwei von denen rauskommen, oh Gott. Hey, das Spiel war mal so schön einfach. Ich wollte gerade probieren. Moment mal, Oh. Nee, warte mal. Ganz in Ruhe. Also. Ja, das ist ja auch bescheuert. Aha. Ey, Kamera ist irgendwie wieder weird. Hm? Oh, ein Hebel. Nice. Nummer 3. Ah, ne, naja, okay. Wir wissen ja, was es gemacht hat. Aber dennoch würde ich sagen, machen wir im nächsten dann weiter. Oh, das war so lange. Ja, ich kann die jetzt ausweichen gar nicht, ne?
Ja, sie hängen dich bitte überall fest, das ist richtig. Ey, du backst ja nur rum bei diesen Viechern. Oh Gott. Wenn man das hinschaffen. Ja, Lara, so. Ja, jetzt bin ich jetzt gleich losgelaufen, ne? Das Maul. Obelisk kann mich mal, Alter. Den Obelisk überlisten wir gleich, ey. Ganz ehrlich, ich bin bereit, glaube ich, jetzt mittlerweile. Kann ich nicht irgendwie triggern oder so? Irgendwie kann man das nicht irgendwie einfach überleben. Wollen nicht irgendwie hin? Ah, von da oben, warte mal. Ich weiß gar nicht, wie er da. Okay, dreh dich nochmal. Dreh dich, ja, man wird ja rumge. Boah. Ich komme nicht drauf. Hä? Also, guck mal, das Spiel backt dann so sehr rum, dass nicht mehr das Spiel weiß, ob ich es schon geschafft habe. Interessant. So sehr backt es rum. Da fällt es auch kein dober Weg. Warte mal. Wir brauchen einen ganz geraden Weg. Das Problem ist, nicht mal das Spiel checkt es so schnell. Und wir sollen es aber schaffen. Kotzen, komm, kotzen alles hier. Genau. Liebe Lever, hoch. Ja. 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 Warum kommt das hier nicht drauf? Ich hoffe mal nicht. Alter, was ist hier? Ich kriege alle tot. Okay, der linke war voll falsch. Weiß nicht, warum die Luft fliegen. Da. Zeig von denen weg. Oh Gott. Sehr schön. Wollte ich mir unten mal umgucken. Ich meine, klar, hier hätte ich aber pissen können, aber hier muss ja noch immer. Gibt es ja da irgendwas? Immer gibt es ja noch irgendwas Schönes. Und vielleicht gibt es da ja auch, und das ist ja auch noch eine andere Sache. Nicht nur wegen Munition und auch welche gibt es auch irgendwo, wo man weiterkommen könnte. Aber gibt es nicht. Das ist, glaube ich, auch eine Falle, oder? Ja. Wow. Na. Ja. Hat ja super funktioniert, meine scheiß Falle. Lecken sie mich doch einfach am Arsch. Ja, Lara, ich habe das ohne Schaden überlebt, nur damit du dann ja da nicht auf die Schnauze legen kannst. Oh, deswegen habe ich das eben, deswegen gebe ich mir so viel Mühe, um Schaden zu machen, ja. No hit run. Nee, war. Ey, wenn du gut. Ein Schaden bis jetzt? Naja. Den ganzen Neuladen, aber einfach durchkommen, ne? Wir wollen einfach durchkommen, wenn wir durch sind, reicht das von ganz. Wir kein Leise, kein Preis dafür. Einfach fertig werden an der Stelle. Ja, okay, ich hab noch eins. Was ist das eigentlich, was ich da aufhaben will die ganze Zeit? Warte mal. Ich glaube, ich habe das ja auch irgendwo mal nicht eingesammelt. Ich habe das, glaube ich, nur einmal, zweimal eingesammelt.
danke. Lara, ich hab doch 3 Jahre. Ich hab doch eben gedrückt, diese Scheiß-Taste, Mann. Ja, komm, mach so. Mach es ja nicht. Wenn du dämlich bist. Das meine ich nämlich. Genau. Aber keine Ahnung, was ich da irgendwann eindammel, aber. Denn hier waren wir noch nicht. Warte mal. Wo ist denn das? Das ist da. Achso. Ah ja, okay. Easy, holen wir das letzte Gegenstand. Das letzte Gegenstand. Ja. Also reden kann ich. Auch nicht mehr. Alter, ohne Witz. Ich glaube, ich habe mich noch kein Spiel so sehr aufgeregt wie das. Ich glaube, ne. Doch. Doch, eine Sache hat mich noch mal extrem aufgeregt. Doch, okay, das stimmt nicht ganz. Ich sage euch, was mich aufgeregt hat. Wer das noch kennt. Der Roboterclub von Lost Judgment. Alter, nix Schlimmeres. Habe ich bis jetzt jemand in meiner Spielekarriere hier auf YouTube aufnehmen müssen, glaube ich. Ich meine, das ist ja noch schon mal das hier. Hier kommt es ja noch durch. Also, wenn ihr also Roboter Club kriegt, da gerne rein. Lost Judgment ist ein ganz, ganz großes Projekt auf meinem Kanal. Das ist kein Scherz, ist ein riesen Projekt geworden. Und ich habe 100 Folgen. Also, guckt da gerne mal rein. Das war wild. Das Projekt war echt anders wild. Das war letztes Jahr und das war, wow. Alter Schwede, dieses Jahr haben wir wieder deutlich mehr Projekte geschafft. Obwohl, wir hatten Adam Wake, was auch irgendwie 70 Folgen mit hatte wieder. Also, ja, wohl. Ich glaube, weniger 100er, ne? Aber gut, ich wollte mich dieses Jahr eh nicht. Na gut, ich will bei Horizon mit dem West anfangen. 100er, die klingen wieder, aber. Ja, ein paar ist ja noch okay, aber. Dieses Jahr, weil ich mal überlegt, ein bisschen weniger wieder auf die 100er. Alles kann also um Ecken gehen, dann kann er nicht. Und jetzt? Nur gucken, ob das da unten ist. Wenn das denn so ist. Lara, mach doch mal, du Stück Scheiße! Ach, ganz ehrlich. Ey, ohne Witz, das riecht mich doch so auf, Alter. Ich bin Lara Croft, ich kann machen. Mehr kann ich nicht, weil ich vom Wickeltisch gefallen bin. Oh, du regst mich auf, merkt man das? Akro macht mich hier, Alter. Ohne Witz. Lara, wenn wir beide in einer Beziehung. Die willst du nicht überleben. Ach, das macht es. Ah, okay. Okay, Gott sei Dank, wir wissen jetzt, was es macht. Ey, ohne Witz, Lara. Wären wir in einer Beziehung, die würdest du so safe nicht überleben. War das auch nicht. Was war das? War jetzt sehr logisch von mir, den. So. Ah ja. Aha. Ah, wir hier weiter. Ey, ohne Witz, ey, das ist ja wirklich schlimm mit dir. Es gab auch damals Männer, die so auf ihr standen. Also 96, 97 rum.
Ich frage mich warum. Ich habe einen Bericht angeguckt, da haben Männer die Lara Croft einfach geliebt, weil sie die perfekte Frau ist. Und mich treibt es halt halb in den Wahnsinn. Also die Fresse. Ja, du hörst dich an wie so ein Minecraft-Monster. Ernsthaft? Stimmt, das wird über nachdenken, so richtig. Ich bin tot, ich bin tot dann. Lara, ich habe das eben so gut eigentlich überlebt. Na, weil wenn. Also, ich weiß gar nicht, war. Also, ich habe einen Bericht gesehen, da mochte, das war wirklich so, dass sie richtig verliebt waren. Frage bis heute warum. Also. Nee, danke. Aber es war krass, war wirklich ein krasser Bericht. Das war jetzt auch nicht irgendwie eine Spinnerei. Klar. Ich back rum, ich leb noch. Willst du mich nicht gleich umbringen? Komm runter, warum? Ist okay, ich hab. Warte mal. Ah ja. Das könnte ich schaffen. Könnt ihr das schaffen? Gucke? Ne, ich. Okay, wie habt ihr euch jetzt geschafft, die zu verlieben? Also bitte in die Kommentare. Auch das an die Stelle interessiert mich. Ich möchte es auch hinbekommen, die zu mögen. Arschlecken. Na, was jetzt, ne? Das verarschen wir mir alleine. So. Aus die Maus, Mickey Maus. So. Ah. Geschafft im Leben. Wieder was erreicht. Ah ja, geht's voraus. Und das ist für die Brücke, ne? Bitte, hoffentlich. Ja, Lara. Draufspringen, genau. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es, Leute. Wir haben es geschafft. Oh, wir haben alle Brücken. Oh, es ist ein Meilenstein. Ein Meilenstein in der Geschichte. Von Pyrus. GmbH. Nein. Das ist Pyrus und Partner oder die Pyrus GmbH. Das ist ein. Ein Witz. Das ist ein. Jetzt haben wir uns bei Bubbles und ich hatten damals oder damals immer noch spielen immer noch GTA. Aber damals hatten wir damals mal so eine extrem GTA, ne? Extrem viel GTA. Man kennt das ja, immer nur Phasen. Und irgendwann muss man immer so einen Namen haben für diese Autohäuser und wie es auch heißt und so Firmen. Und dann haben wir einfach gesagt, ich habe einfach Pyrus und Partner. Nee, ich habe erst was Pyrus GmbH. Ich glaube, dann war es Pyrus und Partner. Ah, da bin ich mir jetzt nicht sicher, was ich zuerst den beiden genommen habe. Ah, wieder ein Shortcut, ne? Ist doch schon cool. Warte mal. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber auf jeden Fall haben wir dann, daher kamen die Pyrus und Partner und die Pyrus GmbH. Das war irgendwie ein bisschen. Ja, kann da ein bisschen unter. Ein bisschen. Witz. Ach ja. Also ich glaube, es war für die Autohäuser. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja, also, das war lustig. Schöne Grüße, Benz, falls du das hier sehen solltest. Und, genau, und dann hatten wir die Pyrus, aber die gibt's nicht. Also es gibt keine GmbH von Pyrus. Ist, nee. Wird es auch nie geben, weil es ein Hobby ist, aber es war halt immer Pyrus und Partner halt. Weil Partner, weil je nachdem. Ich spring mal blind. Ah, ich wollte schon mal blind springen. Oh, blind springen, Alter. Das war schon mal mein Traum. Da stand da immer so ganz, ganz groß, dieses Jahr. Ich möchte mal gern blind irgendwo mich ins Verderben stürzen. Genau. Und das war halt unsere kleine Pyrus GmbH.
Kann diese Frau jemand erwürgen? Wird die noch erwürgt? Ich find's cool von ihm. Wieso kannst du dich denn da nicht festhalten? Und warum sehe ich nichts? Wofür habe ich denn Augen? Kann ja gleich den Monitor ausmachen. Ganz ehrlich, wir müssen scheiße liegen. Keine Lust jetzt mehr. Ich habe jetzt keine Lust. Ne, Entschuldigung, aber jetzt keinen Bock drauf. Lass den Scheiß da liegen, das ist ein Meal-Kit. Ich hab, weiß ich nicht, wie viel habe ich? 32 Stück. Ausschlecken. So. Genau, das ist die Geschichte der Pirates GmbH an der Stelle. Ach ja. Aber es glaube ich auch, wenn man sich, aber haben wir ja schon gesagt, ab nächster 10 Jahre kennt, dann natürlich haucht man sich den einen oder anderen Insider um die Ohren. Oder, nee, nicht einen um die Ohren, sondern man schafft einen. Ist ja ganz klar, aber ist ja so ein 10 Jahre. Ist ja richtig, was ich tue? Ich weiß nicht. Ach doch, ist richtig. Doch, war runtergerutscht. Ach, Lara, der ist so, ja, genau. Genau aus dem Grunde gebe ich mir solche Mühe, das alles zu schaffen, ohne Medikit zu verlieren, damit du dann das alles kaputt machen kannst. Ah, diese Frau. Ey, das ist diese. Ich glaube, so fühlt sich eine Beziehung an, die einfach hätte schon lange enden sollen. Ich glaube, so wie sich das Spiel für mich anfühlt. Ich glaube, so fühlt sich eine Beziehung an. Das ist einfach so, es ist einfach eine Beziehung, wo man denkt. Nee, jetzt kann man, ne? Ah, nice. Ich glaube, so fühlt sich eine Beziehung an, die hätte schon lange enden sollen. Wie das Spiel. Ich glaube, es ist ungefähr. Das kann man vergleichen. Das ist, Also ich komme jetzt wieder zurück. Mal gucken. Genau. Nein, hier kann ich nicht. Und ja. Genau. Jetzt hört mir jetzt mal ein. Jetzt hab ich die Geschichte von meiner Pirates GmbH erzählt. Mehr fällt mir nicht mal ein, ne? Keine Ahnung. Ah. Das ist die Geschichte. Ah, das war schon witzig, der Pirates GmbH. Ist das hier? Nee, ne? Doch. Cool, wollen wir nochmal. Okay, cool. Dann machen wir hier weiter. Muni, hier haben wir. Ach, Lara, nimm doch die Muni auf! Ja! Ja, wunderbar, wenn sie von Krokodilen gefressen wird, ey. Boah, 3 Jahre, weil die. Hier ist Level jetzt vorbei. Oh, noch mal Luft. Ja, weil wir natürlich der Croft hat da auch mal 6 Jahre Muni zusammen. Da wäre jetzt vorbei. Ich meine, ich würde mich nicht beschweren. Ja, genau, Lara, genau. Oh, gar nicht im Bossfight. Alter, war beim Bossfight. Er hat einen Mickey, den wir da liegen lassen, aber ganz ehrlich, da habe ich auch gar keine Lust, das jetzt einzusammeln. Das würde mir länger dauern. Oh, hoffentlich kriegen wir es noch hin.
Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Warum? Du, lass mal Tomb Raider 1 machen. Eine schöne Idee. Ich hasse mein Leben so sehr. Ich will nicht mehr. Und dafür bezahlt werden, dass ich Tomb Raider 1 spiele. Weißt du, man war eben so übermut, ne? So fröhlich und. Wie dieses Mist, wie ich glaube. Ja. Ich hab's einfach. Ich hab einfach eben gerade. Ja, da bin ich gesehen. Oh. Geil. Okay, nochmal zwei Uzi-Munition. Nice. Aber es ist Maschinengewehr, ne? Bestimmt. Ja, da kann ich wohl das Level jetzt hier endet, aber es ist ja wohl bald zu, sind gleich zu Ende. Also ich weiß es nicht, aber es ist so groß. Feuerwaffe, oder geht es jetzt noch weiter? Dass wir es geschafft hätten. Okay, Leute. Oh Gott, oh Gott. Ey, noch mehr von den Viechern. Na gut, Leute, da würde ich aber sagen, wir machen jetzt hier mal ein kleines Folgenpäuschen. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Habt ihr mal die Entstehung der Bios GmbH oder die virtuelle Entstehung sozusagen mal erfahren. Aber es ist keine echte, nicht, dass ihr das denkt. Genau, und damit, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Pirate, ciao. Morgen geht's weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder Spaß gemacht und wir sehen uns bis dann. Tschüssi, haut rein, ciao.